eines der schönsten Stadien dieser WM, dieses Luzhniki-Stadion. Nicht ganz genauso, Wolf. Eine tolle Arena, von der Architektur vor allem besonders beeindruckend. Das macht Spaß hier zu sein. So geht Brasilien diese Partie an. Kurzer Blick noch auf die taktische Formation, Muschi. Ja, da sehen wir bei Ihnen heute ein 4-3-3. Drei Stürmer und klar, dass es über die Flügel gehen wird. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Schauen wir uns Ihre Formation heute an. Also auf dem Papier wird es ein 4-4-2 mit hängender Spitze sein. Wir warten mal ab, wie Sie sich da offensiv dann wirklich präsentieren und organisieren. Und damit geht es los jetzt. Das Finale der Fußballweltmeisterschaft 2018. Und heute küren wir hier in Moskau den Weltmeister. Wer wird es? Beide haben sich natürlich eine Menge vorgenommen. Guter Ball nach draußen. Und Coutinho. Und gibt's jetzt die Führung. Ball draußen, gibt Abstoß. Neymar gegen Antoine Griezmann. Wie siehst du dieses Duell? Nun, Neymar ist ein Spieler, der immer wieder durch sein enormes Tempo überzeugt. Antoine Griezmann ist vor allem mit seinen Pässen herausragend, seinem Zusammenspiel mit seinen Teamkollegen. Das ist toll anzusehen. Pogba am Ball. Conte. Mbappé. Könnte was werden, die Franzosen versuchen es nochmal. Und er gewinnt den Zweikampf. Giroud mit dem Zuspiel, klasse. Guter Steilpass. Die Führung! Und jetzt geht das Finale erst richtig los. Da machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Nee, das stimmt. Kein Vorwurf. Hier nochmal dieser Treffer. Es läuft alles für die Franzosen. Sie liegen hier vorn. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Renato Augusto. Wird das jetzt was für Brasilien? Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gute Aktion jetzt. Da kommt die Flanke. Ecke für die Equipe Tricolore. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Klasse getroffen der Ball hier und dann passt der Abschluss. Die Ecke kommt von Griezmann. Ah, da können sie nicht entscheidend klären. Jetzt Thiago Silva. Renato Augusto. Marcelo. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schöne Flanke jetzt. Das Tor! Und der Ausgleich, Wolf. Vielleicht können sie das Ding sogar komplett drehen. Oh, den macht er gut mit der Innenseite. Und da braucht er nicht viel Kraft. Er platziert das Ding gut.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Tite, der Brasilianer Ausgleich, jetzt sieht es alles gleich schon wieder viel freundlicher aus. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Dembélé. Jetzt die Franzosen. Der Ball zu Griezmann. Mbappé. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Conte. Pogba. Immer noch die Franzosen. Vorteil. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Lukas. Da ist die Flanke. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ja, warum denn nicht? Man ganz souverän hier vom Torhüter. Gabriel Jesus. Blicken wir ein wenig auf die WM-Finalstatistik, Buschi. Pelé und Miro Klose teilen sich ja, was die WM-Finals angeht, einen Rekord. Ach, bei beiden lagen zwischen der ersten und der letzten Finalteilnahme gleich 12 Jahre. Das ist eine Wahnsinnsleistung und beides natürlich. Pogba, den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Die Ecke kommt von Griezmann. Paul Pogba! Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke. Dieses Tor hätte die Nerven der Brasilianer erstmal beruhigen können. Das sehen wir auch an Tite, am Trainer. Der will hier endlich die Führung sehen. Die Ecke kommt von Griezmann. Mbappé! Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Das könnte gefährlich werden. Und der Angriff ist wohl erstmal Chance entstehen. Dembélé. Giroud in der Mitte. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt ist Platz für den Konter. Gabriel Jesus. Und jetzt Coutinho. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Umtiti. CDB. Lukas. Und Griezmann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Giroud in der Mitte. Per Kopf verlängert. Da steht die Abwehr sicher. Paulinho. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Da kann er sich den Ball holen. Kanté, das sieht gefährlich aus. Gabriel Jesus. Wird's jetzt gefährlich? Danilo jetzt. Spielt er den Ball in den Strafraum? Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Genau so muss ein WM-Finale aussehen. Auf dem Punkt, Wolf. Es ist alles mit dabei. Es ist hochklassig. Es ist intensiv und es ist mega spannend. Ein Fußballfest.
Giroud mit dem Zuspiel. Klasse. Guter Steilpass. Die Führung. Und jetzt geht das Finale erst richtig los. Schöne Flanke jetzt.